Kürbisse haben jetzt Hochsaison und hier im Kürbishof Wurzer in Bodensdorf bei Wieselburg in Niederösterreich kann man sie bewundern. Herzlich willkommen bei Land und Leute. Kürbisse in jeder Form, Größe und Farbe werden bei der jährlichen Kürbisausstellung am Hof präsentiert. Und um den Kürbis geht es heute auch in unserer Serie Bäuerinnen und ihr Garten. Bunte Mischung, Hochsaison für Kürbisse. Eine steirische Bäuerin verrät Rezept und Gartentipps. Favorit im Fokus, die Wahl des Publikumslieblings 2016 beginnt mit der Bäuerinnen in der Schule-Aktion in Kärnten und mit einem Gemüsebauern im Burgenland. Er zeigt, wie Chili und Co. haltbar bleiben. Und goldener Genuss. Wir sind den heimischen Ölen auf der Spur. Sie sind vielfältig verwendbar. Butternuss, Ölkürbis oder Hokkaido, so vielfältig wie die Namen leuchten die Kürbisse auch in ihren Farben. Über 100 Sorten gibt es hier am Kürbishof Wurzer bei Wieselburg in Niederösterreich zu bewundern. Und auch am Bauernhof der Familie Wagist in der Steiermark spielt der Kürbis eine große Rolle im Nebenerwerb. Die Bäuerin kocht für uns eine besondere Spezialität aus Kürbis und sie lädt uns auch in ihren Lebensgarten, der mehrmals im Jahr für Besucher geöffnet ist. Und dort gibt es auch abseits des Kürbis viel zu entdecken. Das steirische Vulkanland bietet durch sein Klima beste Voraussetzungen für den Kürbis. 2500 Kilogramm werden jährlich im Familienbetrieb Wagist geerntet. Und auch am Hof findet man viele verschiedene Sorten. Die Kürbisse, was wir zum Dekorieren heimführen, die, wenn sie nachgereift sind, putze ich dann mit der Hand aus und das Luft trocknen und kann es dann trotzdem ganz normal für Kernel verwenden. Einige Kürbisse kommen aber auch in der Küche zum Einsatz, wie dieser Ölkürbis. Der ist noch nicht ausgereift, da kann man noch mit dem Fingernagel leicht die Schale drücken. Wir verwenden nur das Fruchtfleisch, wir geben jetzt da die Kerne raus. Die sind auch nicht reif. Und dann schälen wir den Kürbis. Frau Wagist kocht für uns einen Kürbis mit Kartoffeln in Gorgonzola-Soße. Dazu werden Zwiebeln angeröstet, der würfelig geschnittene Kürbis dazugegeben, mit Salz und Pfeffer gewürzt und das Ganze wird ca. 10 Minuten gedünstet. Ich gebe meinen Käse dazu, dass der ein bisschen durchschmelzen kann. Jetzt hacken wir dann noch die Petersilie, geben die Kräuter dazu und mischen das dann mit den Kartoffeln. Und auch bei der Nachspeise mischt der Kürbis mit. Für diesen Kuchen wird das Kernöl verwendet. Die Nebenerwerbsbauern haben sich auch auf Holunder spezialisiert. 5000 Kilogramm werden jährlich geerntet und weiterverkauft. Am Hof wird unter anderem auch das schmackhafte Holunder-Gelee angeboten, das aus dem Holundersaft hergestellt wird. Der Lebensgarten von Familie Wagist, der auch in der Bin im Garten-Broschüre der steirischen Gartenbäuerinnen vorkommt, ist in den letzten Jahren nach und nach gewachsen. Schon von Kind auf hat mir der Garten immer gut gefallen und mich gern mit Blumen beschäftigt. Und dann hat sich dieses Projekt, ist das Projekt entstanden, der Lebensgarten. Und da bin ich dann nach einem Jahr dazugegangen. Jetzt bin ich das 10. Jahr bei den Lebensgärten. Das ist ein Projekt aus dem Vulkanland. Ich habe mich entschieden, dass ich 5-mal im Jahr aufmache, 4-mal im Frühling, 1-mal im Herbst. Dass Gartenbesucher, Freunde, Gartenfreunde den Garten einfach besuchen können. Und das macht mir riesig Spaß. Auch die Enten haben im Lebensgarten ihre Aufgabe. Sie sorgen dafür, dass er frei von Schnecken bleibt. Da unten im Blumenbereich haben wir die Apfelrose gepflanzt. Die hat eine sehr schöne Blüte und die duftet auch herrlich. Im Herbst hat sie dann die schönen Hagebutten, mit denen man Marmelade kochen kann. Oder man kann sie auch für die Vögel als Futter hängen lassen. Zuvor wird im Garten aber erst einmal geerntet. Ja, die Bedingungen heuer für den Garten waren eigentlich sehr gut. Wir haben kein Unwetter gehabt, Gott sei Dank. Und dadurch ist auch der Rosenkohl oder der Sprossenkohl schon sehr weit. Da kann man schon anfangen zum Ernten. Auch Brokkoli und Kaffeeol und Kohlrabi reift jetzt dann auch fertig. Und da geht es in eine gute Herbsternte aus. Auch die Beete werden für den Winter vorbereitet. Die Pastinakblätter reißen wir mal ab, die gehen wir auf die Beete drauf
Und dann geben wir noch einen Rasenschnitt drauf, damit das schön abdeckt ist und dass über den Winter der Boden schön bedeckt ist. Der Lebensgarten von Familie Wagist in Unterzirknitz ist mit Vogelsalat und Knoblauch für das kommende Jahr bestens vorbereitet. Infos und Rezepte finden Sie wie gewohnt im Internet unter tv.orf.at/landundleute und auch in der aktuellen ORF-Nachlese. Nun zu unserer Gewinnfrage. Bietet das steirische Vulkanland beste Voraussetzungen für Kürbis oder für Spargel? Die richtige Antwort können Sie einsenden an das ORF-Landesstudio Niederösterreich, Kennwort Land und Leute, Radioplatz 1 in 3109 St. Pölten. Oder mailen Sie an landundleutegewinnfrage.noe@orf.at. Verlost wird ein Gemüsekistel, bereitgestellt von LGV Frischgemüse. Einsendeschluss ist Freitag, der 28. Oktober 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In der Landwirtschaft waren die Unwetterschäden heuer so groß wie schon lange nicht. Frost und Hagel haben in einigen Bundesländern zu teils massiven Ernteausfällen geführt. Und die Wetterextreme nehmen auch in Zukunft durch den Klimawandel weiter zu. Die heurige Weinernte ist für Albert Gesellmann im burgenländischen Deutschkreuz alles andere als zufriedenstellend. Durch den späten Frost im Frühjahr wurden die Kulturen schwer geschädigt. Auf 50 Hektar Rebfläche baut der Bio-Winzer 90% Rot und 10% Weißwein an. Es haben einige Stöcke nochmal nachgetrieben, wie man sieht. Man hier schon, ja. Ja, aber es sind sehr kleine Trauben. Ja. Sie haben auch ein sehr leichtes Gewicht. Ja. Normal würde die Traube bis zu 35, 40 Decker bringen. Ja. Und die Traube bringt jetzt doch nur 10 Decker. Bei uns im Mittelburgenland, da in Deutschkreuz, uns betrifft es auch massiv. Wir gehen zwischen 65-70% Ausfall aus. Ja. Also über den langjährigen Schnitt kommt das Weingut Gesellmann. Also wir sind um die 4200 Liter pro Hektar, sprich das sind zwischen 6000-6500 Kilogramm pro Hektar Trauben. Und heuer ernten wir pro Hektar, machen wir 150-200 Kilogramm. Allein im Burgenland beträgt der durch Frost und Hagel verursachte Schaden in der Landwirtschaft im heurigen Jahr 70 Millionen Euro. Ernteausfälle bis zu 100% sind die Folge. Das Ausmaß der Frostschäden hat selbst die Sachverständigen überrascht. In diesem Ausmaß hat es den Frost noch nicht gegeben. Die Durchversicherung betreffend Frost im Burgenland liegt bei über 40%. Und wir haben die Versicherungssummen, die der Landwirt selbst wählen kann, ist die Basis für die Auszahlung. Österreichweit liegt der Gesamtschaden nach Angaben der österreichischen Hagelversicherung heuer bei 275 Millionen Euro. So viel wie schon lange nicht. Ende April gab es massive Frostschäden an Wein-, Obst- und Ackerkulturen. Besonders betroffen waren die Steiermark, das Burgenland und Teile Niederösterreichs. Im Juni folgten Überschwemmungen und bis Ende September Hagelunwetter punktuell im gesamten Bundesgebiet. Das Wetter wird immer kontrastreicher. Heuer waren wir im Wesentlichen beschäftigt mit den Frostschäden. Im vergangenen Jahr hatten wir großflächig Dürreschäden. Es zeigt sich, dass wir jedes Jahr mit irgendeinem Extremereignis konfrontiert sind. Das ist die Herausforderung für die Landwirtschaft mit der Werkstatt unter freiem Himmel, dass derartige Phänomene, die früher sogenannte Jahrhundertereignisse waren, jetzt alle 3 bis 5 Jahre irgendwo auftreten. Die Landwirte reagieren auf diese Wetterextremereignisse mit einer entsprechenden Risikovorsorge. War vor 15 Jahren etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen versichert, so sind es heute rund 85%. Eine umfassende Mehrgefahrenversicherung wird für die Bauern immer wichtiger. Im heutigen Jahr ist ein ganz großer Schritt passiert, der in die richtige Richtung zeigt, insofern, dass es nun vom Gesetzes her möglich ist, Prämien, Förderungen auch auf andere Risiken wie Dürre, wie Starkregen und Ähnliches abzudecken und zu fördern. Das heißt, dass Bund und Land einen jeweils 25%igen Zuschuss zu den Prämien geben. Auch wenn bei Winzern wie Albert Gesellmann die Schäden durch die Versicherung gedeckt sind, können infolge des Ernteausfalls oft die Kunden nicht beliefert werden. Wir haben immer 1-2 Jahrgänge im Keller liegen und das hilft uns dann in solchen Jahren wie heuer dann über die Runden.
Wir haben spezielle Weine, die klassisch ausgebauten Rotweine, die was glasweise ausgeschenkt werden. Da ist halt jetzt die Gefahr, wenn du nicht lieferst, dann wirst du ausgetauscht. Und wenn ich im nächsten Jahr wieder komme und anklopfe und sage, hallo, ich wäre wieder hier, nicht, dann sagt der Wirt, naja, ich habe eh schon einen Wein, nicht, der läuft genauso gut. Und das ist die Gefahr. Wenn die letzten Trauben geerntet sind, beginnt für den Winzer bereits die Arbeit für das nächste Jahr. Und das wird hoffentlich weniger Wetterkapriolen mit sich bringen als das heurige. Die Wahl zum Land- und Leute-Favoriten, dem Publikumsliebling 2016, beginnt. 6 innovative Betriebe und ländliche Projekte stellen wir Ihnen in den nächsten Sendungen vor. Pro Runde kommt der Kandidat weiter, der die meisten telefonischen Publikumsstimmen erhält. Kandidat 1 ist die jährliche österreichweite Bäuerinnen in der Schule-Aktion, die wir stellvertretend in Kärnten besucht haben. Bäuerinnen informieren Volksschulkinder darüber, wo Lebensmittel herkommen. Es ist früher Morgen in St. Stephan im Kärntner Geildal. Und die Bäuerin Sabine Sternig macht sich mit dem Traktor auf den Weg in die örtliche Volksschule. Im Gepäck einen liebevoll gestalteten Erntedankwagen, mit dessen Hilfe sie den Erstklässlern erklären will, wie aus Getreide Brot wird. Sabine Sternig ist eine von knapp 2000 Bäuerinnen, die sich beim diesjährigen Aktionstag engagieren, um den Wert von gesunden Lebensmitteln aus heimischer landwirtschaftlicher Produktion im Bewusstsein der Volksschulkinder zu verankern. Wer könnte es wohl besser als wie diejenigen Personen, die direkt damit konfrontiert sind? Das sind die Bäuerinnen. Wir wissen um die tägliche Arbeit, um das tägliche Mühen, was es heißt, in diesem Naturkreislauf zu arbeiten, was es heißt, wertvolle Lebensmittel zu produzieren. Wir dürfen dieses Thema nicht anderen überlassen, sondern wir müssen über dieses Thema selber reden, unsere Geschichten, die dahinter stecken, selber erzählen und auch vor allem diesen Kreislauf näher bringen. Sabine Sternig gestaltet die Schulstunde möglichst praxisnah, um die Kleinen bestmöglichst zu erreichen. Und deshalb kommt nun der Erntedankwagen zum Einsatz. Die Bäuerin ist bemüht, alle Fragen kindgerecht zu beantworten. Mit dem Mehl haben wir auch in die Weckerlern, die ihr früher kriegt, habt ihr auch gebacken. Die Kinder haben jedoch auch schon eigene Erfahrungen, die sie einbringen können. Wenn ich Palatschinken machen will und wir haben kein Mehl da, dann tun wir, und solche Körner haben wir daheim, dann tun wir das in die Mehlmaschine daheim und dann kommt der Mehl raus und dann können wir Palatschinken machen. Ich glaube, es ist wichtiger und auch einprägsamer für die Kinder, wenn sie dann wirklich das Mehl oder die Körner in den Händen halten. Ich glaube, das bleibt ihnen und das merken sie sich. Und das Gefühl, also was man mit mehreren Sinnen erlebt, glaube ich, das bleibt länger. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass sie das auch daheim heute noch erzählen und den Eltern und Großeltern auch daheim weitertragen, wie wichtig und wertvoll unsere heimischen Lebensmittel sind. In Kärnten sind rund 200 Bäuerinnen und Bauern in den Volksschulen unterwegs und versuchen möglichst anschaulich Wissen über die Qualität, die Herkunft und den Mehrwert regionaler Lebensmittel zu vermitteln. Gabi Oberrauner ist Bezirksbäuerin in Oberfellach. Da habe ich ja Schulmilch. Von welchem Bauern kommt man ja Schulmilch? Ihr besonderes Anliegen ist es, Einblicke in die eigene Arbeit zu geben. Milch schmeckt gut. Milch ist gesund. Ich trinke gerne Milch. Es soll ein realistisches Bild der bäuerlichen Welt gezeigt und das Interesse für die landwirtschaftliche Produktionsweise geweckt werden. Und so hofft die Bäuerin, durch die Begeisterung der Kinder schlussendlich auch die Eltern zu erreichen. Es ist sehr wichtig, dass man das den Kindern vermittelt, weil sie sind die Konsumenten von morgen und sie sollen da einwachsen, dass das einfach dann Früchte trägt. Eine Schulstunde gestaltet von 2 engagierten Kärntner Bäuerinnen. Mit Informationen über gesunde Ernährung und viel Spaß. Ja, hallo Susi, ich bin 4-mal. So wird Landwirtschaft begreifbar.
Candida 2 ist ein innovativer Gemüsebauer aus Frauenkirchen im Burgenland. Erich Stekovic gibt in Workshops an Besucher weiter, wie frisch geerntetes Gemüse weiterverarbeitet und haltbar gemacht werden kann. Seine Spezialität sind Paradeiser, Paprika und Chilischoten. Chilis und Paprika in allen Farben und Formen wachsen auf den Feldern und in den Folientunnels von Erich Stekovic in Frauenkirchen im Burgenland. Neben mehr als 3000 Paradeiser-Sorten kultiviert der Biobauer etwa 300 verschiedene Chili-Arten, darunter auch das teuerste Gewürz weltweit. Ein Kilo dieser ursprünglich aus Südamerika stammenden Wild-Chili-Sorte, Charapita, kostet rund 30.000 Euro. Auf der Suche nach Gemüseraritäten geht es dem innovativen Landwirt vor allem um den Erhalt der Sortenvielfalt. Wenn man bedenkt, dass in den letzten 80 Jahren 80% der Kulturpflanzen ein für alle Mal verloren gegangen sind, dass wir uns heute die Tische mit etwa 5 oder 10 Hybridsorten europaweit decken. Und ich denke mir, wir dürfen uns nicht leisten, vor allem für die Generationen nach uns, dass wir diese Vielfalt verlieren. Carlo Petrini hat es so schön gesagt, alles, was nicht gegessen wird, stirbt aus. Obwohl Erich Stekovic mit seinen Paradeisern in aller Munde ist, macht er mit Chilis dreimal so viel Umsatz. Um sein Wissen weiterzugeben und auch andere mit seiner Begeisterung anzustecken, veranstaltet der Biobauer gemeinsam mit seiner Frau Priska regelmäßig Erntetage. Dabei erhalten Liebhaber der feurigen Schoten Tipps zu Anbau, Pflege und Ernte. Ich empfehle natürlich nur reife Früchte zu ernten. Paprika grün ist für mich ein No-Go. Grüner Paprika hat Bitterstoffe und kann sogar zu asthmatischen Anfällen führen. Und auch hier, immer dann, wenn die Früchte wirklich am optimalsten sind, konservieren wir sie und holen so den Sommer in das Glas hinein. Vor allem dann, wenn man im Winter die Früchte dann genießt. Die Teilnehmer pflücken am Feld gleich die Zutaten für das Mittagessen und die Früchte, die dann gemeinsam weiterverarbeitet werden. Bei der Zubereitung in der Küche sind alle Hände gefragt. Der engagierte Gemüsebauer ist auch für seine Vielfalt an Zwiebeln und für seinen Knoblauch bekannt, mit dem er die Regale des heimischen Lebensmittelhandels erobert. Wir ernten ihn mit Stiel, wir lassen ihm die Wurzeln dran, wir entfernen nicht die Schalen und machen damit Zöpfe oder legen ihn dann einzeln in Säcke. Und so hat er dann seine Haltbarkeit. Wie wertvoll Lebensmittel sind und wie vielfältig sie haltbar gemacht werden können, das erfahren die Gäste dann im zweiten Teil des Erntetages. Hier am Schäferhof in Frauenkirchen werden die frisch geernteten Feldfrüchte umgehend zu den verschiedensten Köstlichkeiten verarbeitet. Es gibt viele Formen des Haltbarmachens. Einfrieren ist eine ganz moderne Form, aber die bekannteste und beliebteste ist natürlich Einkochen. Dadurch wird die Frucht haltbar gemacht, das Pasteurisieren, Erhitzen. Das macht man bei den Marmeladen so oder wie hier, dass man Sauergemüse einlegt. Beim Einrexen oder Einwecken greift man wieder auf die guten alten Rexgläser zurück, die schon unsere Großmütter verwendeten. Das Glas ist so konzeptioniert, dass das Füllgut niemals mit dem Kautschuk, wo es auch nichts machen würde, in Berührung kommt. Ja? Sie haben Glas in Glas. Und auch bei der Marinade zum Einlegen vertraut der Landwirt auf alte Rezepte. Es besteht aus 4 Bestandteilen: Zucker, Essig, Wasser, Salz. Und je wertvoller und je besser der Fruchtessig ist, umso toller ist dann die Marinade und natürlich auch die Konserve. Man sollte die Früchte mindestens ein halbes Jahr in der Essigmarinade drinnen liegen lassen, bevor man sie dann öffnet und isst. Mit Feuereifer sind die Teilnehmer bei der Sache. Weil wir selber auch im Garten diverse Früchte ansetzen, speziell auch Chili, haben wir diesen Erntetag besucht, um unser Wissen zu erweitern. Die eigenen Früchte ins Glas bringen und damit Lebensmittel lange haltbar machen. Neben vielen Tipps und neuen Ideen nehmen die Besucher des Biobauernhofes von Erich und Priska Stekovic im burgenländischen Frauenkirchen auch ihre selbst eingelegten Chilis und Paprika mit nach Hause. Das sind also unsere Kandidaten für den Land- und Leute-Favoriten. Einer der beiden wird weiterkommen bei der Wahl des Publikumslieblings. Entweder Kandidat 1, die Bäuerinnen in der Schule-Aktion in Kärnten, oder Kandidat 2, der Gemüsebauer aus dem Burgenland. Abstimmen kann man ab sofort unter der Telefonnummer 0800 312 313. Wir haben bis 18 Uhr 10 Leitungen für Sie geöffnet. Unter allen Anrufern wird eine Woche Urlaub am Bauernhof mit Frühstück für 2 Erwachsene und maximal 2 Kinder bis 12 Jahre verlost, bereitgestellt von Urlaub am Bauernhof. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kürbiskernöl wird am Kürbishof Wurzer klarerweise gern verwendet, zum Beispiel für Salat. Was verwenden Sie zum Verfeinern oder Braten? Die Palette der heimischen Öle ist ja unglaublich vielfältig. Sie reicht von Raps über Sonnenblumen bis hin zu Färberdistel oder auch Leindotteröl. Wir haben uns das in Niederösterreich genauer angeschaut. Ob zum Braten oder zum Verfeinern, ein qualitativ hochwertiges Öl sollte täglich auf unserem Speiseplan stehen. Die Palette niederösterreichischer Öle ist vielfältig. Hier in Röschitz ist man mit einem Fuß im Waldviertel und mit einem im Weinviertel. Die Sonnenblumen werden jetzt im Herbst gedroschen und aus den Kernen entsteht beispielsweise ein Bio-Sonnenblumenöl. Nur wenige Kilometer entfernt in Eckenburg werden in der Gilli-Mühle Bio-Speiseöle gepresst. Es ist einer von über 400 Partnerbetrieben von So schmeckt Niederösterreich. Neben dem Sonnenblumenöl findet man hier auch Leinöl, Leindotteröl und Färberdistelöl. Die Rohstoffe kommen allesamt direkt aus der unmittelbaren Umgebung. Die Bioöle werden in der Mühle kalt gepresst, hier zum Beispiel gerade Leinsamen. Dass in jedem Tropfen Öl der volle Geschmack der regionalen Saaten, alle Inhaltsstoffe und Aromen sind, das ist die Aufgabe des Ölmüllers. Im Prinzip sind zwei Punkte wichtig beim Pressen. Das erste ist einmal die Saat. Du brauchst eine saubere Saat, eine Saat, die wirklich vom Feld sehr trocken geerntet wird und dann auch gut gelagert wird, weil beim Öl Fehltöne oder man sagt ein Munkler, der kommt beim Öl dann doppelt so viel außer. Und das zweite sind die Temperaturen. Über kalt gepresst wird sehr viel philosophiert, sehr viel diskutiert. Es gibt keine wirklichen Richtlinien, es ist also eigentlich das Ermessen des Ölmüllers. Man hat bei jeder Saat eine andere Temperatur. Man muss sich selbst halt zusammendenken, was macht es aus, wie weit gehe ich mit der Temperatur, was hält das Öl aus. Je nach Saatgut variieren Farbe und Geschmack. Besonders interessant ist der Unterschied zwischen Lein- und Leindotteröl. Das Leinöl ist so eines der hochwertigsten Öle, die man essen kann. Geschmacklich, mir hat der Kundin da eine sehr schöne Beschreibung gegeben, wie eine ganz junge weiße Walnuss. Es ist zwar bitter, es darf aber nicht so richtig bitter sein. Da ist entweder zu alt, zu warm gepresst, schlecht gelagert. Der Leindotter schmeckt nach grünen Erbsen oder Spargel. Und damit das Öl auch zu Hause länger hält, hat Georg Gilli noch einen Tipp parat. Sonnenblume, Färberdistel sind nicht ganz so heikle Öle, da reicht eine dunkle Flasche. Leinöl, Leindotter, speziell das Leinöl, mag keine Wärme, weder in der Verwendung noch beim Pressen und beim Lagern auch nicht. Also das gehört unbedingt in den Kühlschrank. Im Retzbacher Hof in Unterretzbach kocht Harald Pollack vorwiegend mit regionalen Ölen. Für den geschmorten Kürbis verwendet er Rapsöl und zum Braten heimisches Sonnenblumenöl. Denn beim Öl kommt es vor allem darauf an, ob man es erhitzen kann. Je höher die ungesättigten Fettsäuren, desto weniger eignen sie sich zum Braten. Das heißt, das sind eher Öle, die man zum Marinieren zum Beispiel verwendet. Und Rapsöl zum Beispiel ist ein Öl oder Sonnenblumenöl, die kann man ungeniert einfach auch zum Braten nehmen. Verfeinert wird der Kürbis mit Trauben, Nüssen, Leindotteröl, Topfen und Saiblingskaviar. Öle sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung, man sollte also nicht darauf verzichten. Öle und Fette machen einen ganz wesentlichen Beitrag für unser Wohlbefinden. Zum einen, weil sie ja die Geschmacksträger sind, zum anderen auch, weil sie ganz wichtig sind für den Zellaufbau, für unsere Gehirnentwicklung, aber auch viele Mineralstoffe, Vitamine und so weiter, die lebenswichtig sind fettlöslich. Die Vielfältigkeit der qualitativ hochwertigen Öle aus der Region ist eine Bereicherung für die heimische Küche. Und damit man Öle voll und ganz genießen kann, hier noch ein Tipp vom Profi. Ich sehe immer wieder bei Marinaden, dass da mit Öl gespart wird, wenn man sagt, ja Öl, Fett, das macht vielleicht dick, aber Gott, das Öl bei der Marinade bewirkt, dass wirklich die Marinade am Salatblatt hängen bleibt und nicht einfach dann in der Schüssel einfach wie Wasser wegrinnt. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und wir wissen, Fett und auch Öl ist ein Geschmacksträger und unterstützt eben den Eigengeschmack der Speisen. Aus allen Einsendungen zur Gewinnfrage der vorigen Sendung wurde Roswitha Gebhardt aus Forchtenstein im Burgenland gezogen. Die richtige Antwort lautet, in Stetteldorf am Wagram wird Fernwärme aus Stroh erzeugt. Das war's für heute von Land und Leute. Im Namen des Teams sage ich danke fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns vom Kürbishof Wurzer in Bodensdorf bei Wieselburg in Niederösterreich mit seiner farbenprächtigen Kürbisschau. Bis in zwei Wochen, alles Gute und auf Wiedersehen.